Vielen Dank. Herzlich willkommen zum Thema Top-Selling, 4 Faktoren für mehr Umsatz, mehr Gewinn. Ich möchte in der Zeit, die mir verbleibt, mit Ihnen sprechen über Verkaufen. Ich weiß nicht, wie Ihre Einstellung ist. Haben Sie schon mal erlebt, wenn der Begriff Verkaufen fällt, dass viele denken an Manipulieren, Schweinskram, aufs Auge drücken, über den Tisch ziehen? Wir sind in Deutschland ein Volk von Dichtern, Denkern, Ingenieuren. Wenn es um das Thema Verkauf geht, das Thema Sale, so glaube ich, haben wir Entwicklungspotenzial. Wir haben letztes Jahr in Deutschland über 40.000 Patente angemeldet. Wir waren schon immer sehr innovativ, sehr fleißig. Wenn es um das Marketing, um den Verkauf geht, ich glaube, dann können wir noch ein bisschen besser werden. Und ich habe Ihnen versprochen, 4 Faktoren rund um das Thema Verkauf. Und ich möchte mal eröffnen mit einem Thema. Tja, das ist ein großes Kapitel. Es geht um die verkäuferische Persönlichkeit. Da können wir viel unterordnen, wenn ich einen Telefonbaustein mache und frage, was würden Sie spontan mit Persönlichkeit assoziieren, sagen einige Stimme. Die Stimme ist wichtig. Die Psychologie sagt, eine Stimme, die tief und langsam spricht, wird eher als Wahrheit empfunden, als eine Stimme, die schnell und hoch spricht. Telefonieren Sie mal 3 Minuten mit Gisela Schlüter, geht nicht mehr, die ist tot, hätten Sie aber nach einer Minute die Nerven blank. Ein Telefonat mit Elmar Gunsch, wenn der früher das Wetter angesagt hat, das war ein Wetter. Nehmen Sie mal Volker Lichtenbrink, der hat Werbung gemacht für Pampers, da sind Frauen im Supermarkt, die haben Pampers gekauft, die hatten gar keine Kinder zu Hause. Das ist eine Stimme. Das wäre nur ein Teilaspekt. Mir geht es um etwas mehr. Man könnte sagen, fast ein Urschleimthema. Es ist heute auch schon mal ein bisschen angeklungen in einem oder anderen Kollegenvortrag. Es geht mir um das Thema Einstellung. In der Bibel heißt es, der Glaube kann Berge versetzen. Boris Becker hat gesagt, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Guter Satz, vielleicht hat es ihm jemand vorgesagt, trotzdem gut. Mika Häkkinen hat gesagt, it's a mind's game. Was tut sich bei einem Verkäufer zwischen den Ohren? Was tut sich zwischen den Ohren allein von der Einstellung gegenüber Kunden? Und hier möchte ich mal einen ganz besonderen Punkt rauspicken. Wie viel Nein können Sie ertragen? Wie viel Nein muss ein Verkäufer kompensieren? Das menschliche Leben ist ein Streben nach Bedeutung und Anerkennung. Was tun wir alles, um von anderen geliebt und anerkannt zu werden? Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wird einem fast Angst und Bange. Ein Beispiel vielleicht für die Herren. Sie erzählen seit einem Jahr, dass Sie sich einen Traum erfüllt haben, ein Auto bestellt haben, also ab 16 Zylinder aufwärts, eine Riesenkarre. Das Ding wird endlich geliefert. Sie fahren zu Ihrem Schwager. Gott sei Dank ein Parkplatz genau vor der Tür. Der sieht Sie ein aussteigen anhand des Kennzeichens muss Ihr Wagen sein, den Sie oft genug erwähnt haben. Der sagt keinen Ton zu dem neuen Wagen. Wie frustriert sind wir denn? Schauen Sie mal, was alles gesammelt wird. Erwachsene Menschen sammeln so kleine Plastikteile aus Kinderüberraschungseiern. Sie kaufen ganze Paletten Kinderüberraschungseier, werfen die Schokolade weg, nehmen die Plastikgimmicks raus, gehen am Wochenende in eine Turnhalle, treffen sich mit 300 Gleichgesinnten zur Tauschbörse. Was tun wir alles, um Aufmerksamkeit von der Umwelt zu erhalten? Der Aufschrei, schaut mal, was für ein Riesentyp ich bin. Wer sich für Verkauf entschieden hat, muss eines akzeptieren. Er kriegt immer mehr ADF auf die Fresse, Entschuldigung, als ich hab dich lieb. Zweiter Baustein, es geht um den Baustein Identifikation. Identifikation. Jetzt müssen Sie nicht hier nach Stuttgart kommen, dass jemand sagt, man muss sich identifizieren mit dem Produkt, mit dem Unternehmen. Man muss sich identifizieren mit der Tätigkeit. Das haben wir alle schon mal gehört. Der gute alte Augustinus wird gerne aus der Mottenkiste geholt. Nur wer brennt, kann andere entzünden. Luther hat es ein bisschen dramatischer gesagt, aus dem traurigen Hintern kann kein lustiger Pups kommen. Die Frage ist, wie begeistert füllt man diese Tätigkeit aus? Das ist die Frage. Identifikation, Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, der Klebstoff. Ich erzähle Ihnen noch dazu ein persönliches Schlüsselerlebnis. Ich habe mal eine Seminarreihe abgebrochen mit einem Hersteller, der Systemhäuser verkaufte. Und ich habe festgestellt, niemand dieser Mitarbeiter hätte bei diesem Hersteller ein Haus gekauft.
Wie kriegt man das raus? Nicht im Seminarraum, wenn Sie 4 Tage insgesamt immer so entsprechend 2x2 zum Beispiel, wenn Sie dort mit Außendienstmitarbeitern noch ein Glas an der Bar trinken, wenn Sie dort im Hotel sind, dann merken Sie sehr schnell, wie so ein Unternehmen tickt. Die sagten damals im Original, jeder, der mit uns baut und die Elektroinstallation mitvereinbart, muss total blem-blem sein, weil das macht jeder örtliche Betrieb schneller, besser, günstiger. Die haben auch Umsatz gemacht, weil man hat Verkäufer 40, 50 Stunden pro Woche in ein Musterhaus eingesperrt. Man hat Werbung gemacht, dann kam schon mal rein, palim, palim und so weiter, ist was passiert. Ich habe ein Unternehmen kennengelernt, welches in Deutschland Holzhäuser verkauft. Etwas über 20 Außendienstler hatten dort die Vertriebsverantwortung. Etwa 80% wohnten in einem Holzhaus. Holzhaus für uns Deutsche, sehr exotisch. Wir haben gerne Stein auf Stein, kein Prozent Marktanteil. Das ist für Kanadier, für Skandinavier, für uns exotisch. Wenn Sie je mit einem Kunden diskutiert haben, 99 Jahre Erbpacht und er sagt, das ist mir ein bisschen kurz, dann wissen Sie, wie wir Deutschen ticken. So. Auf jeden Fall, 80% wohnten in einem Holzhaus. Die haben ihre potenziellen Kunden in ihr Wohnzimmer eingeladen, in ihr Holzhaus. Das waren mehr so rustikale Burschen aus holzverarbeitenden Berufen, Schreiner. Rhetorisch manchmal gar nicht so elegant. Die lebten das Thema. Und ich sage Ihnen, 2 Tage mit dieser Mannschaft war ich gefährdet umzuziehen. Das ist Identifikation. Es geht um das Thema Marketing. Marketing. Hier geht es um 2 Ansätze. Erstens, wie kommt man an Neukunden ran? Zweitens, was kann ich tun, um die Beziehung zu Altkunden zu intensivieren? Die schlechte Nachricht des Tages, es gibt nichts Neues. Was bitte, meine Damen, meine Herren, soll es Neues geben? Was soll es Neues geben im Verkauf, im Vertrieb? Die Möglichkeit, an Kunden ranzukommen, Sie können Telefonmarketing betreiben, Direct-Marketing betreiben, Sie können Event-Marketing betreiben. Also, wir haben heute Viral-Marketing gehört, wie auch immer, es gibt eine bestimmte Anzahl, dann geht uns die Luft aus. Das Stichwort eben von unserem Moderator, Empfehlungsmarketing ist ein ungehobener Schatz. Ich glaube, dass es ein Königsweg ist, aus vorhandenen Kunden Empfehlungen zu holen und neue potenzielle Interessenten zu erschließen. Es wird viel zu wenig und oft auch falsch nach Empfehlungen gefragt. Ich möchte aber in Anbetracht der Zeit auf einen Punkt besonders eingehen, und zwar das Thema Betreuung Altkunden in diesem Bereich. Und da möchte ich etwas sagen zum Thema After-Sales-Marketing. Ich möchte mit Ihnen sprechen, und das ist das zentralste Thema, verkäuferische Fähigkeiten. Verkäuferische Fähigkeiten, was heißt das? Es geht um die kommunikativen Fähigkeiten, es geht um, ja, Rhetorik, ich nenne es ein bisschen plakativer, es geht um Maulwerk. In meinen Augen sind Verkäufer Maulwerker. Was heißt das? Wir haben Handwerker, das sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen Arbeit verdienen. Ein Verkäufer ist ein Maulwerker. Er verdient dadurch Geld, dass er mit jemandem spricht, mit ihm kommuniziert, mit ihm im Dialog steht. Das nur so. Genauso funktionieren Kunden. Kunden wollen Bestätigung, Anerkennung. Wir brauchen im Augenblick, glaube ich, Soft-Selling. Was heißt das? Wir bekommen eine Kundenaussage und wir gehen gerne hin und schießen gleich so zurück. Wenn wir das machen, haben wir in unserer Kommunikation scharfe Ecken, scharfe Kanten.